Ja, und da man jetzt hier für diese Kampagne bzw. diese Mission so einen Triumphbogen bauen muss, liegt es natürlich auch nahe, dass ich auch irgendwann schon mal so ein Ding gebaut habe. Aber ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern. Aber Ein gut, Karren mit dann Rohstoffen ist werden wir uns mal eingetroffen. dem ganzen Kram hier widmen. Und wo war jetzt hier oben war der letzte, ne? Da ist noch ein Kerzenmacher. Bauen jetzt halt wirklich auch mal ganz fleißig aus. Wir sehen, 29 von 30 Gebäuden sind schon reich und wir brauchen halt auch deutlich mehr Siedler, die wir uns jetzt nach und nach besorgen werden. Und wir brauchen dafür auch wahnsinnig viel Holz. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo kriegen Ein wir noch Karren Holz mit her? Können wir Rohstoffen ist irgendwo Holz eingetroffen. kaufen? Nein? Nein? Ein Wagen mit Nein. Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wir können uns leider nirgendwo Holz kaufen. Das heißt, wir müssen das wirklich komplett selber abbauen. Und ja, wir machen jetzt einfach mal hier so ein bisschen Kahlschlag. Denn wir brauchen jetzt wirklich reichlich Holz. Und unser Wild lässt ganz stark nach. Das ist äußerst ungünstig. Können wir irgendwo Wild kaufen? Auch nicht. Können wir Wild tauschen? Beziehungsweise das sagt unser Getreidevorrat ist schon wieder wirklich groß. Aber wir können hier Ein auch Wagen Holz mit tauschen. Tauschgütern Okay. ist zu uns unterwegs. Das können wir hier oben. Ja, das ist halt alles irgendwie gerade nicht unbedingt so nützlich. Und, ja, stehen immer noch alle da oben rum. Hier tauschen wir ja gegen Milch. Davon haben wir jetzt auch wirklich sehr viel. Dann holen wir mal wieder Musikinstrumente. Der Rest bringt uns jetzt gerade nämlich auch nichts. Und wir können ja mal unser Militär einfach mal wieder runterholen. So. Kommt mal einfach alle wieder irgendwie hier so. Zumindest mal hier Alles hin, klar. Saraya, du darfst sogar mal noch ein bisschen Tribut fordern. Wer weiß, was man da alles so Jawohl. Schönes kriegt. Und ja, die habe ich jetzt pausiert, genau, und uns fehlt Holz. Ja, wie viel komplett geschmückte Gebäude haben wir denn noch? Gar keins. Aber man sieht, wir haben 33 Gebäude. Banner sind schon relativ gut Ein ausgestattet. Karren mit Am Rohstoffen meisten ist hinkt halt der eingetroffen. Gockel hinterher. Einfach, ja, weil wir halt immer auch so ein bisschen Eisenprobleme hatten. So, jetzt hier unten, wo war das, bevor ich mich wieder verklicke? Genau, hier jetzt noch die Holzfällerhütten ausbauen. Damit wir möglichst schnell möglichst viel Holz bekommen. Wolle geht Ein Karren mit eigentlich Rohstoffen auch. ist eingetroffen. Und die da unten schicken uns halt zum Tausch Holz. Das geht auch alles. Ja, wieso haben die kein Wasser? Ihr seid doch zu dritt. Das müsstet ihr ja eigentlich hinkriegen. Schämt euch, schämt euch, schämt euch. So, wo könnte man denn noch irgendwie. Du bringst Laustoff ins Lagerhaus. Also bei mir Ein standst du Karren da mit gerade nur Rohstoffen rum. ist eingetroffen. Ja, der hat hier auch langsam so ein klein wenig Probleme, was Holzbeschaffung angeht. Hier haben wir noch Wald. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann bauen wir nämlich hier oben auch noch mal einen Holzfäller. Da ist der Weg sogar gar nicht so. Ich würde dich gerne, nein, falsche Taste, ein bisschen drehen. Weil der klappt da leider immer so ran. Also ich hätte ja eigentlich gerne, dass der sich hier so an die Spitze rangesetzt hat. Aber das wollte er nicht. Dann machen wir das einfach mal so, dass der hier oben noch so ein bisschen den Wald abholzt. Und da ist die erste Holzlieferung auch angekommen. Und dann können wir auch noch. Die ist schon auf Ein Wagen Maximum. mit Tauschgütern ist zu uns Hier können wir jetzt unterwegs. gerade nichts mehr machen. Genau, also es ist halt so, dass ich halt auch ganz gern hier diese Militärgebäude aus. Baue. Vor allen Dingen, wenn man die halt einfach gerade pausiert hat in der Produktion, dann verbrauchen die auch nicht so viel. Und das sind die Gebäude, die wir aktuell wirklich ziemlich gut pausieren können. Das ist ganz angenehm. So, Saraya sollte Tribut fordern. Genau, Saraya, einmal Tribut. Zahlt euren Tribut für Hidun. Toll, 7 Goldstücke. Hat sich ja total gelohnt. So, ihr dürft jetzt auch einfach mal alle runterkommen. Dürft euch hier vorne mal so Schon ganz, unterwegs. ganz unauffällig Verstanden. hinstellen. Wer weiß, wofür man euch noch braucht. Er hat ja irgendwie wohl noch Militär, hat er gesagt. Wer weiß, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. So. Immer noch 29 von 30. Welches ist denn das arme Gebäude? Bist du arm? Nee, du bist reich. Bist du arm? Nee, auch nicht. Wer ist das arme Ein Karren Stadtgebäude? mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das wüsste ich jetzt echt gerne.
Oh, die Taverne ist sogar nur auf 1. Na dann. Wer ist das arme Stadtgebäude? Das ist echt eine gute Frage. Haben wir überhaupt noch ein armes Stadtgebäude? Wir haben ein armes, ja. Das Theater. Das Theater ist das arme Stadtgebäude. Gut, das funktioniert natürlich nur, wenn dann da wirklich auch Leute kommen und vor allen Dingen auch Vorstellungen gegeben werden. Da werden wir jetzt einfach hin und wieder mal Vorstellungen schmeißen, in der Hoffnung, dass vielleicht hin und wieder mal jemand zugucken kommt. Ein Karren mit Rohstoffen. Das wäre wirklich prima. Ansonsten müssen wir uns einfach noch irgendein Gebäude irgendwo hinpflanzen. So, was sagt unser Getreide? Ja, dem geht's super. Unserem Getreide geht's total super. Wir investieren mal wieder in Wolle. Einfach, ja, einfach so, weil ich baue jetzt sicherheitshalber nochmal einen Weber. Können wir den denn noch hinsetzen? Hier können wir den noch hinsetzen. Ich setze zwar auch etwas weit ab vom Schuss, aber das wird schon funktionieren, hoffe ich. Ja, man sieht, der meckert auch ein bisschen mit Kleidung. Reinigungsgüter ist gerade auch nicht so der wirklich Nachteil an der ganzen Sache. Ist ja auch, wenn man das jetzt so weit ausbaut, dass ein Wagen mit Tauschgütern ist man eventuell unterwegs mit der Produktion auch wirklich aufpassen muss, dass das jetzt nicht aus dem Ruder läuft, dass zu wenig von allem da ist, weil natürlich mehr Siedler verbrauchen auch mehr. Und ja, da muss man immer mal so ein bisschen gucken, dass das nicht ganz so drastisch ausartet. Und die sind jetzt auch alle ausgebaut. Dann bauen wir jetzt auch noch das Theaterhaus, das war nämlich auch auf 1. Ist es allerdings wieder leider niemand in die Vorstellung gekommen. Also das Theater ist dann da leider auch so ein bisschen anfällig. Vor allem, es steht auch wirklich dafür etwas ungünstiger. Also es ist besser, wenn man das relativ zentral hat. Und uns ist das Bild ausgegangen. Naja, lässt sich jetzt nicht ändern. Dann sagen wir mal einfach dem Metzger, du mal nicht. So. Genau, also es ist halt wirklich besser, wenn man das so ein klein wenig zentraler hat, das Gebäude. Damit auch eventuell ein bisschen quasi Laufkundschaft vorbeikommt. So, Saraya, Tribut. Sendet mir euren ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Eisen, die schicken aber nichts Gutes. Saraya geben wir hier unten an. Die haben viel bessere Sachen geschickt. Die haben Wild geschickt und sowas. Als die da oben, die schicken irgendwie nur doofe Sachen. Das mag ich nicht. So, wie viel Wolle haben wir denn jetzt? 12. Echt nicht viel. Wir kaufen mal ein bisschen. Ist ja nicht so, dass wir kein Geld hätten. So. Und ja, halten wir das alles so ein bisschen im Auge. Wir haben ein komplett geschmücktes Gebäude. Eins ist schon mal fertig, eins von 30. Und wir haben auch schon 116 Siedler. Wir müssen auch noch das Lagerhaus und die Kirche ausbauen. Haben wir aber nicht genug Stein für, dann kaufen wir den einfach mal rasch. So, einmal leer gekauft. Und jetzt haben sie alle Probleme mit Reinigungsgütern. Wir brauchen mal noch einen Besenmacher. Beziehungsweise wir bauen keinen Besenmacher, wir bauen einfach die vorhandenen Besenmacher erst einmal aus. So, den noch. Und den noch. So. Ja, Wolle können wir eigentlich auch kaufen. Können wir. Nee, das können wir nicht kaufen. Dann schalten wir mal wieder um. Dass wir halt auch wieder ein bisschen Holz nachbekommen. Genau, die hier, die da oben habe ich. Ah, ich habe vergessen, das Holzfällerlager hier oben auszubauen. Machen wir natürlich auch. Und dann müssten jetzt auch langsam die Steine alle ankommen. Genau, da kommen die ganzen Steine, die ich gekauft habe. Ein Wagen mit Tauschgütern. Ich hoffe mal, das dürfte nicht reichen, um das jetzt hier ausbauen zu können. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Den Weber müssen wir auch ausbauen, aber dafür brauchen wir natürlich auch erstmal wieder Holz. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Nee, genau, es reicht nicht ganz. Kaufen wir mal noch ein bisschen ein. Haben sie wieder was da. Genau, wenn das angekommen ist, bauen wir als nächstes das Lagerhaus aus. Und die Kirche können wir halt auch hier noch einmal ausbauen. Braucht auch 60 Holz. Ist insgesamt beides immer ein bisschen günstiger als die Burg. Ja, jetzt haben wir ein Problem mit Reinigungsgütern, aber okay. Das gibt sich vermutlich wirklich langsam so ein bisschen, wenn wir das hier alles weiter ausbauen. Das mit dem Wild ist nur ein bisschen schade. Ich hoffe daher, dass wir hier unten bei den Tributforderungen hin und wieder mal ein bisschen Wild bekommen. Dementsprechend muss ich sagen, dass Sarayas Fertigkeit, die finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Also das hat man jetzt auch gesehen. Die Wolle, die wir am Anfang bekommen haben und andere, jetzt kriegen wir Holz. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm, wenn man sie wirklich dabei hat. Und
Weil man sieht ja, Geldprobleme hat man irgendwann nicht mehr. Das heißt, Elias ist da jetzt auch nicht unbedingt der Praktischste, muss man sagen. Also seine Fertigkeit, die ist zwar wirklich nett, aber Ein Karren mit im Rohstoffen späteren ist Spielverlauf eingetroffen. bringt sie nicht mehr wirklich viel. Das von Hakim auch nicht unbedingt. Da würden wir jetzt hier ein bisschen Holz sparen, aber wir kriegen das ja immer wieder. Wir können es das ertauschen oder kaufen. Oder wir bauen halt wirklich hier die ganzen Holzfällerlager aus, wie die kleinen Weltmeister. Deshalb, es sind alles Sachen, die man irgendwie ersetzen kann. Nur diese zusätzlichen Güter, die man halt hin und wieder mal kriegt, die zu ersetzen, das ist Ein wirklich Karren mit ziemlich, Rohstoffen ziemlich ist schwierig. eingetroffen. So, jetzt haben wir wieder reichlich Holz. Und jetzt bauen wir mal unsere Weber aus. So. Gut, jetzt haben wir erstmal wieder kein Holz mehr, aber trotzdem drei Gebäude ausbauen können. Wie sieht's aus? Immer noch nur 29 Reiche, weil der Weber hier oben halt auch noch nicht wirklich gute Kundschaft hat. Aber man sieht, es wurde immerhin schon mal was gekauft. Er ist auch noch auf 1. Das heißt, es wäre schlau gewesen, ihn jetzt als erstes auszubauen. Wolle haben wir gerade auch relativ gut. Kann man nicht anders sagen. Ich schaue mal, dass wir ein bisschen Holz über haben. Reinigungsgüter ist im Moment auch noch nicht ganz so stabil. Ein Wagen mit Tauschgütern Das ist wird zu aber uns noch werden. unterwegs. Kleidung, ja. Gucken wir halt, dass wir das langsam aber sicher wirklich komplett auf die Wolle verlagern. Aber sie streiken immerhin nicht. Warum sie jetzt wegen Nahrung hier rummeckern, ist mir persönlich nicht so ganz klar. Wir können natürlich auch noch die Räucherei hier einmal ausbauen. Ein Karren mit Denn man Rohstoffen sieht, ist wir haben wirklich eingetroffen. sehr, sehr, sehr viel Fisch. Also das Getreide ist jetzt auch wirklich ziemlich gut. Möchte ich aber ganz gerne halt auch immer ein bisschen was für den Tausch überbehalten. Das ist natürlich auch relativ sinnvoll dann. So, was machen wir jetzt? Ja, jetzt ist uns wieder ein bisschen das Holz ausgegangen. Mal wieder zur Abwechslung. Saraya kann noch nicht wieder Tribut von aber gleich. Das machen wir auch sofort, beziehungsweise auf was? Hier haben wir schon wieder auf Holz umgestellt. Genau, da kriegen wir immer 20 Holz. Das dauert dann halt manchmal etwas, bis das wird ja euch nur einmal im Monat losgeschickt. Ich habe das ja schon wieder vergessen, wann das gemacht wird und so weiter. Steine. Steine können wir auf Ein jeden Fall Karren mit auch Rohstoffen brauchen, sendet mir weil wir euren müssen ja auch noch Tribut. die Kirche ausbauen. So. Und zudem ist es natürlich dann auch sinnvoll, wenn man sagt, okay, wir bauen uns hier wirklich Steinstraßen. Das macht dann am Ende auch eine Menge aus, aber das ja, mache ich erst, wenn wir halt die anderen Sachen ausgebaut haben. Wir haben hier scheinbar offensichtlich überhaupt gar keinen Zeitdruck, können hier also fröhlich vor uns hin siedeln, wie wir denn gerne möchten. Und ja, so sehen dann halt wirklich komplett ausgebaute Gebäude aus, wirklich schön drei Stockwerke. Und das ist dann wirklich hübsch. Hier sieht man, die haben halt auch schon Banner und sie haben hier auch eine Bank. Sieht man auch hier. Hier halt auch eine Bank stehen. Das Einzige, was man nicht so wirklich sieht, sind die Kerzen. Ein Alles Karren mit andere kann man Rohstoffen auch ist wirklich an den eingetroffen. Gebäuden sehen. Hier zum Beispiel haben wir den Gockel, ein Banner. Und ja, der hat alles schon. Hier ist nämlich auch noch die Bank. Ist halt aber auch nur erstmal ein Zweiergebäude. Können ja den einfach mal auf drei ausbauen. Dann sehen wir gleich mal, wie sich das ein bisschen verändert. Also, ich finde das auch wirklich nett gemacht, weil das halt auch in sich stimmig wirkt. Also die Gebäude sehen sowohl mit einem Stockwerk als auch mit zwei oder halt dreien, sehen die halt nicht so aus, als ob da irgendwie noch was fehlen würde oder so, sondern ja, Ein sie wachsen Karren halt mit einfach so ein Rohstoffen bisschen ist in die Höhe. eingetroffen. Das ist Ein Wagen prima. mit Tauschgütern ist zu uns So, und unterwegs. man sieht, so sieht dann der Seifenmacher auf Stufe 3, also wirklich schon ein sehr, sehr schmuckes Gebäude. Oben jetzt auch mit Balkon. Also es ist jetzt nicht nur so, dass das alles einfach hochkopiert wird oder so. Finde ich wirklich schön. Hier haben wir halt einen Dreierweber. Ein Karren mit Rohstoffen ist Ah, eingetroffen. alles ist. Ich finde es halt echt hübsch und man kann sich hier auch wirklich viel angucken. Der ist auch schon komplett geschmückt. Und die Gockel sehen auch unterschiedlich aus. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier gerade auf die Schnelle noch einen anderen Gockel finde. Wir haben ja alle noch keinen. Weil die gab es nämlich auch in verschiedenen Farben. Hier jetzt aber gerade irgendwie. Hier zum Beispiel. Das ist ein blauer Gockel. Und da ist auch nochmal einer und der ist halt golden. Also die gibt es schon auch in unterschiedlichen Farben. Die Bänke haben wir ja gesehen, sehen auch unterschiedlich aus. Und jetzt muss ich noch irgendwas ausbauen. Genau, nehmen wir hier einfach mal oben den kleinen Weber. Und was können wir Ein noch eben Karren mit ausbauen? Rohstoffen Was ist würde noch eingetroffen. Sinn machen? Ja, aktuell ist mit den Reinigungsgütern so ein bisschen
Naja, nicht ganz so. Wir bauen mal noch die Badehäuser. So, dann warten wir wieder ein bisschen, weil wir haben jetzt hier 17 Holz. Oh, jetzt haben wir wieder 23. Jetzt können wir wieder was ausbauen. Den machen wir dann auch nochmal. Dann haben wir auch einen dreistufigen Besenmacher. Und wir haben immer noch nur 29 reiche Gebäude. Ja, der ist halt wirklich etwas abseits der Weber. Wobei es das Badehaus ja auch geschafft hat, reich zu werden. Nur er war halt auch die ganze Zeit auf Stufe 1. Und auf Stufe 1 reich zu werden ist wirklich sehr, sehr schwierig. Trotzdem sieht man, seine Einnahmen sind schon seit dem letzten Mal doppelt so hoch. Es dauert dann halt einfach nur wirklich wesentlich länger. Ein Karren mit Rohstoffen Diesmal ist ist es angekommen. Kräuter. Sendet mir euren Naja. Tribut. Ja, wenn uns noch Siedler fehlen, können wir uns immer noch eine Apotheke bauen. Wobei, wir bauen mal sicherheitshalber eine Apotheke. Nicht, dass wir jetzt hier eine Seuche kriegen und die macht uns dann alles kaputt. Das wäre ja auch schade. Wo passt die Apotheke denn noch hin? Ja, das ist natürlich die andere Frage. Die würde hier hinpassen. Können wir da noch ein bisschen Fahrt hinbauen? So. Apotheke. Ja, gut, da hätte ich den Pfad natürlich nicht so direkt dahin bauen sollen. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Dann bauen wir den Pfad mal hier. Ach, wir haben hier Deko-Vasen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ein Wagen mit So, Tauschgütern ne, hat ist die zu sogar so einen uns extra, so einen unterwegs. kleinen Miniweg. Dann geht das auch. So, jetzt haben wir wieder 39 Holz. Was sagt unser Wollvorrat? Der ist ziemlich gut. Theater, machen wir jetzt nochmal eine Vorführung mit 6. Da sieht man jetzt auch schon, es ist etwas komplexer geworden. Ah, jetzt geht es hier um einen Schatz, der vergraut. Und da sieht man, da kommen auch Zuschauer. Sah zumindest gerade so aus. Die sind leider nur auf der Straße lang gehüpft irgendwie, aber sind hier nicht in den Zuschauerraum gekommen. Schade, schade, schade. Aber man sieht auch, die Theatervorführungen ändern sich halt auch. Ich habe die da hinten hüpfen sehen. Ich dachte, die sind dann schon im Gebäude. Ah, hier haben wir jetzt einen Zuschauer. Genau, so sieht das nämlich aus. Die kommen dann rein und stehen dann hier links und rechts auf den Rängen. Und es gefällt ihm scheinbar Ein wirklich Karren gut. mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, sieht man, er hat jetzt auch schon mal 10 Einnahmen immerhin. Und sie haben was gefunden. Oder haben sich erschreckt oder so. Ich habe keine Ahnung. Und damit ist die Vorführung zu Ende. Wir bauen das jetzt auch mal aus, dann sehen wir auch noch mal die Dreiervorführung. Was haben wir denn da? Ach, da haben wir sogar die Masken vorne. Wie schön. Und bis auf eine Bank ist das Gebäude auch schon komplett geschmückt. So, wie sieht's jetzt aus? Und wir haben unsere 30 reichen Gebäude und wir haben vergessen, Stein zu kaufen. Naja. So, erstmal noch mal ein bisschen hier nach unseren Vorräten gucken. Wieso haben wir 9 Würstchen? Ups, ich habe mal wieder die falsche Taste benutzt. Ein Ich habe Karren mit gesperrt, Rohstoffen dass ist sie eingetroffen. nichts mehr abgeben dürfen, anstatt, wie ich es eigentlich vorhatte, die Produktion zu sperren. Aber wir haben jetzt plötzlich wieder sehr viel Wild. Das heißt, er kann eigentlich weiter aktiv bleiben. Wobei, ich habe. Warte, wir sperren den mal und machen mal den Seifenmacher wieder an. Ich habe nämlich echt die Vermutung, dass es wieder daran liegt, dass der Metzger quasi das gesamte Wild verbraucht, weil die Leute sagen, oh, ich brauche Wurst, ich brauche Wurst, ich brauche so dringend Wurst. So. Aktuell fehlen uns echt noch einige Siedler. Dann gucken wir mal, was wir jetzt so noch so ausbauen könnten. Natürlich unseren kleinen Weber hier unten, Die Regenzeit hat der eingesetzt. mittlerweile auch reich ist. Also das hat also auch wunderbar funktioniert. Das Ein Wagen Badehaus mit auch, der ist auch Tauschgütern schon auf ist zu 3. uns Und unterwegs. meine Nase juckt, was sehr, sehr unpraktisch Ein ist. Getreidebauer hat Wirklich kein sehr, sehr Kornfeld. unpraktisch. Oh, das ist wirklich doof. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen.